Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen. Es geht weiter. Eine neue Folge des Signal from Tölva. Und wir stehen wieder vor so einem lustigen Tunneleingang. Oder Eingang zu einem Bunker. Na, Bunker. Als Bunker wird ja hier was anderes bezeichnet. Wie es in der letzten Folge war, ihr erinnert euch, ich habe keinen Weg mehr rausgefunden. Dann fragt ihr euch vielleicht, wie bin ich da rausgekommen? Na, ganz einfach. Man kann ja auf der Karte sozusagen in diesen gelben Station mit F sich eine neue Drohne hijacken. Wir sind im Übrigen jetzt hier. Das hier oben habe ich gemacht, da war ich schon, aber hier, ja. Gucken wir mal, was dieses Gebäude so mit sich bringt. Ich gehe kurz noch einmal außen rum gucken. Oder hier gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Komme ich da hoch? Hm, bin ich hoch. Nicht, dass da direkt daneben noch irgendwas Interessantes ist. Und das verpasse ich dann einfach. Nein. So, dann komme ich auch nicht rauf. Na, dann gehen wir mal rein. Um die Ecke. Jetzt gehen wir mal zurück. Zu. Ausgang weg. Toll. So. Ui, das sieht ja schon wieder lustig aus hier. Wir fangen einfach wieder rechts an und gehen den rechten Gang hier lang. Mal gucken. Hm, da ist nichts. So, dann gehen wir hier hoch. Okay. Wo sind wir jetzt? Da drin. Das sieht auch interessant aus, aber das da oben kann ich nicht scannen. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht runter und erschlägt mich hier, während ich hier das zusammensammle. Dazu gibt es keine Informationen. Okay, von da sind wir gekommen. Gehen wir hier rein. Was bleibt uns übrig? Wir könnten natürlich zurückgehen, aber mal gucken. Ich bin, fühle mich gerade völlig verloren. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier bin ich doch gerade reingegangen. Sekunde. Nochmal. Das ist verwirrend. Ich bin hier rein, bin da lang und kam diesen Weg wieder raus. Okay, also da lang nicht. Dann gehen wir hier lang. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich wieder so lange rumirren, bis ich glaube, dass ich da war. Da ist nichts. Ich glaube, dass ich alles durch habe. Das ist der dritte. Also da, da, da. Es ist verwirrend. Es ist ernsthaft verwirrend, vor allem wenn man nicht sicher sein kann. Genau. Dass der Rückweg kann, ist auf einmal anders als der Hinweg. Da ist wieder zu. Sala. Komm. Hier landen wir. Draußen. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich bin rausgekommen. Ja, also vor allem, man geht halt einen Weg zurück und das ist immer dasselbe Gebäude, richtig? Da bin ich lang, da bin ich lang, da bin ich rein. Hier bin ich, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann es gerade nicht sagen. Also, man geht hier rein und ich glaube, egal wohin man geht, man kommt immer in dasselbe Gebäude oder immer an dieselbe Abkürzung, also auch von außen einfach hier hin. Ja. Und hier bin ich reingekommen, glaube ich. Aber hier dürfte jetzt zu sein.
Und irgendein anderer Weg war offen. Welcher war denn das? War das der hier? Aber dann bin ich vermutlich auch alle durch. Nee, das war der nicht. Barsch zurück. Das ist verwirrend. Gehen wir den hier lang? Nein. Ich gehe den einen und komme den anderen raus. Hier. Lang. Nein. Ach, Mano. Hier lang? Irgendwo kamen wir doch raus. Hier, so. Also, es ist verwirrend, unlogisch und total merkwürdig. Neutral, okay. Gut, damit mich die zumindest nicht angreifen. Aber, ja, wieder mal so ein Gebäude. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen weiter bewegen. Mal gucken, wohin ich komme. Oder ich springe hier runter und gucke mir erstmal hier Sachen an. Ich weiß noch nicht so genau. Undiscovered. Nee, wir gehen erstmal hier weiter. Okay. Ja, so, also wieder mal ein verwirrendes Gebäude. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dies kurze Ding. Mal gucken, was ich noch so finde. Ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen für mich alleine und hole euch dann dazu, wenn es wieder irgendwas Interessantes gibt. Hoffe ich. So, Leute. Ja. Zweite Aufnahme und ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Und so hört man es mal. Hier ist wieder so eine verseuchte Zone. Ich bin da jetzt sozusagen eigentlich schon durch. War schon ein kleines Stück weiter. Hier sieht es irgendwie alles grün aus und vor allem es ruckelt und es ist extrem hell. Also hier sieht man fast gar nichts, ja, als ob man in den Sonnenuntergang schaut. Das ist aber erstmal egal. Wir gehen nämlich jetzt hier. Ja, sehr gut. Verseucht. Hier ist dann wieder okay, glaube ich. Gehen wir raus. Wir gehen da noch nicht weiter, sondern gehen hier erstmal in das nächste Gebäude rein. Ja, scheint heute Tag des Gebäudes zu sein. Und da reinkauen, schauen. Da geht es auf jeden Fall rein. Und dann gucken wir mal, weil erfahrungsgemäß. Man guckt um die Kurve. Nein, noch, guck mal raus. Jetzt wird es gleich dunkel und jetzt gehen wir zurück und zu. Ja, also soweit kenne ich es schon. Schupp. Wobei, warte. Wir gehen ja immer rechts rum. Also bleiben wir bei der Heide. So, nochmal gucken. Wir sind reingekommen. Man sieht sozusagen hier den schrägen Block gleich rechts. Jetzt gehen wir mal rechts rum. Gucken mal, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich in denselben Raum. Erstmal geht's hoch. Okay. Hat irgendwas Rums gemacht gerade. Nochmal nicht umgefallen. Okay, das ist ein anderer Raum. Und wieder rechts. Schauen wir mal. Ich habe ein Déjà-vu. Wir versuchen das jetzt nochmal. Wenn wir wieder hier rauskommen, also wenn es genauso aussieht, dann war es derselbe Raum. Ja, okay. Also wenn man da reingeht, kommt man hier wieder raus. Auch schön. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Den nächsten. Hilft ja alles nichts. Das ist verwirrend, Leute. Jetzt haben wir noch einen neuen Raum. Wieder was ganz Neues. Da hinten gibt es auch was. Wir gehen ja mal rechts rum. Ich habe jetzt alle. Ich bin gerade komplett verloren. Hier.
warte, hier ist irgendwas. Das können wir scannen. Das müssen wir machen auf jeden Fall. Der Rest ist relativ schnuppe. Ja. Genau. Wir sind da, haben damit aber dieses Ding hier geschafft. Irgendwo da hinten. Warte, da lang. Gehen mal hier weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier wieder rauskinde. Im Zweifelsfall muss ich mir irgendeine Drohne hacken, irgendwo anders, und dann komme ich so wieder raus. Das ist, hier war ich gerade. So, gehen wir hier lang. Es ist komplett. Nee, warte mal, das würde ja jetzt sogar so halb zumindest Sinn machen. Geh mal da lang. Kommen wir noch in noch so einen Raum. Hier waren wir. Gehen wir hier noch rein. Gehen wir, glaube ich, noch nicht drin. Es ist komplett verwirrend. Gehen wir jetzt hier rein. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich hier jemals wieder rausfinde. Um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Geh jetzt hier rein. Ich kann ja nicht mal garantieren, dass die Wege hin und zurück die gleichen sind. Also man geht einen Weg hin und kommt einen anderen zurück. Ich habe es nicht nochmal geschafft, diesen Raum mit diesen schrägen Steinblöcken zu kommen. Geht's hier lang? Mal gucken. Oh, es geht runter. Okay. Komme ich jetzt in den Raum mit den schrägen Steinblöcken zurück? Ja. Okay, da bin ich reingekommen. Hier bin ich auch vorhin reingegangen. Also haben wir hier noch zwei Wege. Die können wir noch erkunden. Okay, da bin ich reingegangen. Hier rausgekommen. Schön. Bleibt noch der. Also entweder der führt nach draußen oder ich weiß auch nicht. Führt er nicht. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann ist hier zu. Okay. Ja, also da ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich rauskomme, deswegen lagen wahrscheinlich auch die Roboter da, muss ich einfach so machen und mich dann hierhin teleportieren. Und wir machen das einfach mal schnell. Dann geht es nämlich von da aus weiter. Das ist quasi die einzige Chance, die ich jetzt sehe, da rauszukommen. Glücklicherweise hat die Drohne abgesetzt. Und ja, können ja noch kurz hier dieses Collectible machen und dann werde ich Schluss machen für die Folge. Und werde dann hier weiter runtergehen, irgendwann noch da lang. Und also, ich habe jetzt vielleicht die Hälfte der Map erkundet. Ich setze mal noch einen Wegpunkt. So. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich sehe noch gerade keinen. Zeigt er mir den nicht an. Ich muss auf jeden Fall in die andere Richtung. So, da lang irgendwo. Ist das. Also ich habe jetzt vielleicht die Hälfte der Map erkundet, ja. Das nimmt schon ganz schön viel Zeit in Anspruch und ich habe jetzt nun wirklich nicht jeden Winkel hier abgesucht. Erstmal hier gucken, ist hier irgendwas? Yep, hier gibt es auf jeden Fall Sachen, die einzusammeln sind. Da ist auch noch was, hier ist auch noch was. Alles mitnehmen hier. Hopp, komm her. Du auch. Hier unten habe ich auch noch was gesehen. Da. Okay, so.
Dann haben wir das hier alles aufgesammelt und dann... Okay, da oben ist ein Bunker. Ich kann halt, wenn ich jetzt speichere und neu einsteige, immer nur an einem Bunker anfangen. Es wäre also schon sinnvoll, sich eigentlich noch den Bunker zu schnappen. Der ist ja auch gleich da unten. Dann könnte man nächste Mal da nämlich weitermachen. Also man hört, wenn man speichert und neu startet, hört man nicht da auf, wo man sozusagen gespeichert hat, sondern hört immer oder startet immer an einem Bunker. Hostile. Was ist das? Unbekannte Maschine. Mal ein bisschen die Gegend erkunden und ausgucken, wo hier überall Feinde rumlaufen. Die ist mit Sicherheit nicht der einzige. Da ist noch einer. Das gibt also kann mit Sicherheit mehr als zwei. Gucken, ob wir hier langkommen. Irgendwo hochkommen. Na, nicht wirklich. Dachte, ich könnte von da gucken und noch ein paar mehr sehen. Das machen wir jetzt noch. Zumindest versuchen wir es. Ich sehe aber gerade nicht mehr als zwei. Bestimmt mehr als zwei. Halt, den hier will ich. Ja. Und? Feuer. Nein, nicht getroffen. Komm, bleib stehen. Warum treffe ich nicht? Mann! Ist ja hier, war ja hier gar nichts gerade. Da kommt doch schon der dritte. So, der ist weg. Wow, das sind ganz schön viele. Ach du Schreck. Geschafft. Okay. Da bin ich drauf gegangen. Aber wir können uns da eine neue Drohne holen. Das machen wir mal schnell. Und dann müssen wir dahin in die Richtung. Da sind schon Feinde. Oh, da sind noch mehr. Wie kommen da? Geh doch mal drauf. Puh. Achte mal! Wo kommen die denn alle her? Dann geht's ja gleich wieder richtig ab hier. Boah! Manu!
3 gegen 1 ist aber auch ein bisschen unfair, oder? Also du kommst ja an und geht ja sofort rums, ja. Boah. Habe ich ja gerade mal geschafft, umzudrehen. Oh, Mann, oh. Nochmal. So, eine weg. Na, zu spät. Aber eine weniger. Vielleicht habe ich sie ein kleines Stück jetzt auch weggelockt, sodass ich zumindest erstmal landen kann. Waffe auspacken. Nein, nicht wirklich. Okay, der weg. Da war er auch. Das müssten jetzt alle 3 hier gewesen sein. Boah, Manno. Also ein Glück, dass man immer wieder neue Drohnen kriegt. So, kann ich jetzt hier noch was einzusammeln? Ja. Schön, gibt ein bisschen Punkte. Und dann müssen wir jetzt immer noch da runter. Gucken wir mal, der Rest, ja. Also diese Pistole, die ist nicht wirklich hilfreich. Die macht eher fast keinen Schaden. Der Rumster. Wo ist er hin? Mal heilen hier. Dann baut er immer gleich das Schild auf. So. Auch weg. Mal gucken, ob wir jetzt den Außenposten kriegen. Wir müssten das machen, bevor da neue kommen. Ja, captured, schön. Weil hier spawnen ja sozusagen auch neue Roboter. Jetzt meine, aber sonst halt auch Gegner. Und das ist natürlich ziemlich mies, wenn du auf einmal so eine große Horde gegnerischer Roboter rauskommt. Ja, also wenn hier 3, 4 Leute, also 4 Roboter, keine Leute auf einmal kommen, da hast du ein ernsthaftes Problem. So. Dann gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Okay, ich bin Rang 4. Schön. So. Und alles repariert. Dann gucken wir mal rein. Wild Damage, naja, nee. Also hier kriege ich halt noch nichts, was mal besser ist als das. Weil hier gibt es eins. Nee, das ist auch so eins. Also es geht immer so der Reihe nach. Ja, und ich bin sozusagen hier mit dem am besten. Da 40, da 60. Dann gibt es nachher noch 80 und 100 und 66,6 bzw. 71,3. Aber okay. Ja. Hier haben wir was ein besseres Schild. Das können wir uns auf jeden Fall mal holen. Und ausrüsten. Hier haben wir was Neues. Okay, egal. Und das haben wir gut. Gut, gut, gut. Ah, da bin ich. So, ja, okay. Hat dann doch insgesamt ein bisschen länger gedauert als erwartet. Können hier mal noch kurz uns die Gegend anschauen. Hier gab es auch dieses unbekannte irgendwas. Oh oh. Das ist ein feindlicher. Shit, schnell mal wegrennen. Der ist definitiv feindlich.
Okay, das war's. Aber das Ding war definitiv feindlich. Ich dachte so, yeah. Na toll. Okay. Ja. Ab und zu kommen solche Teile vom Himmel. Und hier war irgendwie eine unbekannte Maschine. Sieht aus wie so ein Gleiter oder sowas. Aber ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Und ja, mit diesem roten Strich hier oder nichts oder was auch immer, werde ich mich dann auch verabschieden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es hier irgendwo weiter, die Richtung. Mal gucken, was noch kommt. Ist das da? Ein Dropship. Zählot-Dropship. Das sind, Zählot sind Feinde auf jeden Fall. Das heißt, irgendwo könnten hier noch welche rumrennen. Ja, also da haben wir noch was und dann können wir hier runter. Puh, ist noch einiges zu erledigen auf jeden Fall. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir da kommen. Ja, wir werden es sehen, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mal gucken, wo ist mein Bunker? Hier ist mein Bunker. Ah, da werde ich mich dann auch ausloggen und dann sollte ihr beim nächsten Mal einloggen, ich auch hier wieder hin können. Ja? So, ich danke euch fürs Zuschauen. Oh, interessant, der Hintergrund da. Was immer das für eine Struktur da ist. Sekunde. Wir können noch nicht auslocken. Wir kriegen gerade Besuch von Feinden. Dreht euch mal um. Die kommen von hinten. Dumm. Einer war noch irgendwo. Schickt eure Waffen noch nicht weg, da ist noch einer. So. Geht doch. Okay, so, jetzt aber. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, war ein bisschen länger zusammenhängend, was aber hoffentlich nicht schlimm ist. Ja, guck mal, jetzt kommen hier schon wieder drei raus. Ha! Willkommen, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Folgen von diesem Spiel oder irgendeinem anderen Spiel, das ich spiele, verpassen wollt, dann müsst ihr am besten den Kanal abonnieren. Würde ich mich auch drüber freuen. Ich meine, bin hier gerade ein bisschen... Ich habe gerade Angst, dass hier gleich noch welche kommen, sozusagen. Aber okay. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt aber auf jeden Fall erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde ich mich drüber freuen.